herzlich willkommen. Bevor das heutige Video beginnt, wollte ich noch eine kurze Ansprache machen. Gestern kam das neue Kapitel zu meiner eigenen Geschichte Omeka raus. Das wollte ich eben kurz sagen. Der Link dazu ist in der Beschreibung, falls das irgendwer von euch lesen will. Ist kostenlos, aber ihr müsst euch hier anmelden, dass ihr 18 seid, dann könnt ihr es lesen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Ja, ich grüße jeden zu diesem Livestream. Ich will kurz hören, wie gut man mich hören kann im Stream. Okay, man hört mich relativ gut. Da bin ich mir nämlich nie wirklich sicher. Ja, ich weiß, Ubisoft Connect. New Game. Ich weiß nicht, warum das Spiel auf Englisch gestellt ist. Ich habe gerade alle Einstellungen gemacht und ist dabei eigentlich auf Deutsch geschaltet und es hat sich trotzdem auf Englisch umgeschaltet. Wir machen natürlich einen Story-Modus. Warum zeigst du mir jetzt die ganze Zeit das mit Ubisoft an Spiel? Also, das scheint das bei euch nicht anzuzeigen, aber das zeigt das bei mir die ganze Zeit an. Ich skippe hier nichts, ich lege den Controller gerade kurz ab und gucke, ob ich das da oben rechts bei mir wegbekomme. Nee, ich kann nicht mal die Maus wirklich gerade bewegen. Ja, die haben auf Yara irgendwelche Probleme. Ich habe alles auf Deutsch gestellt. Ich verstehe es nicht. Viviro, created by our own brilliant scientists, the most effective treatment for cancer the world has ever seen, grown within our precious tobacco, modified with the purest fertilizer, Viviro is the key to rebuild paradise. Okay. Comes at a cost. This our enemies will never understand. Yara did not elect me to do what's easy. Ich hoffe, ich kann ingame die Sparnummer umschalten. And so, with renewed focus. Ich habe gerade im Menü rumgeschaltet, ob ich nochmal die Sprache finde, weil sich das irgendwie nicht auf Deutsch gestellt hat. Und habe es nicht gefunden. To produce enough Viviro to heal the world and save our country. These lucky Yarans will be chosen by random lottery. Even my own son Diego will be drafted tomorrow. Ich weiß, dass unser Job ist, den dort umzunieten. Turn that shit off. With a smile on his face. Precisamente. Exactly what I'm saying. Der heutige Stream kann nur gut werden, wenn es schon so viele Probleme gibt. Is the outcast, the poor, orphans like us. Das soll ja ich jetzt sein, der hier in der Third Person ist. Hang on, you ditched us. Run off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. And you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Ich hab sogar extra Untertitel angemacht. Fucking say something. Ah, unser Name ist Danny. Okay. Danny Royas. Nee, wir können aussuchen. Es gibt nur zwei Charaktere. Ich hoffe, ich kann dir später noch eine andere Frise und den Bart wegmachen. They got my name wrong. Danny, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck up. Just come with us, Lita. Hi. You never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Boat's waiting. Drinks in Mexico. Dinner in Miami. Freu mich schon. Das Spiel soll ja richtig interessant werden. Fucking blackout. Too big for a blackout. You fucking packing? Oh yeah. What's going on? Ist doch nicht direkt das Ende der Welt. Bekloppte! Aber die gibt's bei Far Cry ja immer. Und da ist ein Freund gestorben. Danny, we have to go.
Now! Get the rope up now! The boat. You're coming. You will join promise us me later. Auf zum Boot. Come on, Danny. Bin wohl in einer Diktatur hier gelandet. Zeit, die Regierung zu stürzen. So, ein Moment. Das müsst mir einer erklären. Zumindest die Untertitel sind jetzt auf Deutsch. Mir kriege ich gerade irgendwie nicht da geschissen. So, mit welcher Taste mache ich denn überhaupt Sprint und so weiter? Ich muss außerhalb deren Sichtfeld bleiben. Ah, okay. Ich spiele übrigens am PC. Spiele aber mit dem PlayStation-Controller. Okay, wenn sie mich sehen, dann fühlt sich das, das kenne ich ja aber auch aus alten Far Cry-Teilen. Ich habe ein paar gespielt. Ich wollte ja eigentlich Kollegen hier auch noch mit dabei haben, aber irgendwie konnte keiner. Kann ich nicht einfach den Besen nehmen und denen um die Ohren schlagen? Komm mit, meine Freundin. Immer hast du eine Waffe im Gegensatz zu mir? Warum hast du eine Knarre und ich nicht? Einfach weiter. Ich gehe da lang. Ich habe keinen Bock auf euch. Könnt ihr noch mal gucken, ob ich die Untertitel zumindest kleiner machen kann. Einen Moment. So, ich habe sie zumindest ein bisschen kleiner gemacht. Damit die nicht so sehr stören. Ich hoffe, man sieht sie im Stream auch ganz gut. Ich guck da gerade mal ganz kurz. Ja, man müsste sie zumindest lesen können, ne? Auf welche Taste renne ich eigentlich jetzt? Oh, hi. Du hast mich nicht gesehen. Er sieht mich doch. War doch klar, dass der mich sieht. Kann ich jetzt da lang gehen? Ruhe in Frieden. Ich würde mal sagen, da rechts brennt's. Hallo Panzer. Ja, da brennt's. Warte mal, wie kann ich? Er hat doch gerade hier was gesagt. Also, wenn ich da dran bin und L2 halte. Aber da steht ein dicker, fetter Panzer. Also, linken reindrücken zum Rennen. Und let's go. Ihr könnt mich mal. Wer ist endlich eine Knarre? Will mich wehren. Wo ist denn meine Freundin? Zumindest weiß ich noch, wie man rutscht. Die Tastenkombination kann ich noch aus alten Spielen. Ihr könnt mich mal, ich flüchte, ich habe keinen Bock auf diese Regierung. Ich überlege gerade, die Helligkeit höher zu schrauben. Es gibt keine Sackgassen. Nicht da, wo ich herkomme. Okay. Das war klar.
Meine Schieß kann ich mir auch vorstellen. So, hier hochklettern. Das war ich nicht. Ja, ich hätte gern was zum Wehren. Oh, Kacke. Nein. Ich gehe einfach, okay? Bitte sticht mich nie ab. Da ist einfach nur was durchgebrochen bei euch oben. Braucht vielleicht jemanden zum Reparieren. Okay, hat jemand einen freien Fall genossen? I'm leaving, I'm gone. Tschüss! Die Bäume wirken überhaupt nicht verdächtig. Get to the boat ist die Mission. So eine Polizei kannst du auch nur in die Tonne treten. Dann nicht schwindern, Helios! Muss doch da drumherum oder nicht? Ich muss da mitten durch. Komm schon. Wo ist Lita denn überhaupt? Geht's euch gut? Daneben nicht. Wir haben's im Boot geschafft. Ja! Raus aus diesem Scheißland. Abuela, what the hell I'm gonna do with baseball cards? Do you have any idea what these are worth? Let us through. Marco, always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? Wurde erschossen. For his family. Bullshit. Alejo's an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Good man. Na los. Wir müssen hier weg. Auf der San Judas. Gracias. Was, wenn die das Schiff angreifen? Hier. That's all I've got. This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lita. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. What's that? Wahrscheinlich werden die jetzt alle gefangen genommen. Was für eine bekloppte Regierung. Vor allen Dingen, du machst wirtschaftlich doch kaum Erfolge. Warum ist der persönlich hier? Before he was El Presidente, mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this. And we would catch the fish and then release them. He would say it's not always about your stomach. Okay. Oh, it's about the challenge. Except when he caught a big fat juicy marlin. He was too proud to let that fish go. Si, Tirano! You have poison, Diana! You have poison your soul! Es war eine alte Frau. I've caught a very big fish today. Haven't I, Diego? Diego!
way. Kleiner Verräter. I have got you, mijo. Now it's time to bring you home. Sag einfach nein. Anymore, Papa. We have no choice. Braver Junge. Let them go. They can work. Make vivido. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his. Ja, ist ja auch ein guter Junge. These fish? We will catch and release. What the hell just happened? I think we're fucked. Schnell weg. Schön auf dem Boden bleiben. Was für Drecksäcke. Wieder ein Wort, das ich wahrscheinlich zensieren muss. Darf ich mich jetzt endlich gegen die wehren? Ja, die lebt wahrscheinlich nie mehr, oder? Lita. I can't feel my legs. Naja, sie lebt nicht mehr lange. She's on my boat. My phone. Yeah, forget it, Lita. My phone. Was ist das doofe Handy? It's the beach, Danny. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Okay. Julio, it's all here. Take my phone. Follow the code like when we were kids. Stop it, Lita. Just wait. I'll find help. Was? Du hast gerade hingesteckt? You give her this. Clara will help you. Don't you get it? You're the lucky one, Danny. You're the lucky one. Ja, sag doch, die überlebt nicht. Und jetzt wird er natürlich Rache. Okay, wir haben eine Machete. Und damit fängt Far Cry 6 an. Leider habe ich keinen Kollegen, der auch nur ansatzweise mitmachen kann. No joke. Okay. Wie nutze ich das Messer? Okay, so nutze ich das. Gucken, was ich hier alles so finde. Ida hatte doch eine Knarre. Oder etwa nicht. Weil mit einem Messer allein kann ich mich nicht so gut verteidigen. Ah. Ja toll, ich habe eine Pistole, aber keine Munition. Das bringt mir auch so viel. Ich soll mir das Foto angucken. Von hier aus nach da oben und da oben ist was Schönes. Okay. Dann let's go. Frühstück! Das Frühstück ist weggeflogen. Hier finde ich wahrscheinlich Munition.
Recycled Fasteners. Ey, wenn irgendwer weiß, wie ich das noch auf Deutsch umstelle, obwohl ich auf Deutsch gestellt habe, dann möge es mir reinschreiben. Zur Not über Twitter auch noch. Better stay quiet. Naja, wenn ich mich anschleiche, kann ich ja jemanden töten. Probier es aber nicht, wenn es eine Gruppe ist. All rotten on the inside. How did I know you were scavenging for the attack? I smelled it. Liegen bleiben. Now I'm going to call this in. You? You're going to be slowly eaten. Du wirst sterben. I'm not the only one looking for Clara. So, und jetzt du noch. Gucken, ob ich Aim habe. Ich habe Aim. Ja, damit. Und dann will ich die Sensibilität, glaube ich, mal ein bisschen höher schrauben. Oh. Bringt mir hier die verschiedene Ausrüstung was? Ja. Tatsächlich. Hier hat Kleidung sogar einen Sinn. Woher hat es nie einen Sinn? Warte mal, System. Okay, wir haben hier noch ein paar Taschen. Ach, warte, jetzt erinnere ich mich, was ich noch wollte. Controller. Aiming Sensitivity. Die will ich ein bisschen höher haben. Das ist schon zu hoch. Ist so besser? Es geht. Probieren wir besser als vorher. Du kommst mit, Junge. Ich hab große Pläne mit dir. Los. Wir gehen jetzt gemeinsam in dieses Gebüsch und dann haben wir eine schöne Szene. Wo ich nie wieder sehe. Habt ihr jetzt gedacht, ich mache irgendwas Unanständiges mit dem? Nein. Ich dachte kurz, hier hängt einer vom Baum. Ich bin scheiße im Übersetzen, deswegen versuche ich es gar nicht. Aber wenigstens kann ich mich jetzt wehren. Ich glaube, ich stelle gleich auch nochmal das Licht ein bisschen höher. Wartet. Okay. Ah, ist doch schon viel besser. Ja, das ist definitiv ein Kinderspiel. Ich will auch ständig selbst Gespräche. Frühstück! Lecker Schinken. Wo soll ich jetzt überhaupt lang? Habe ich eine Karte? Ich hab einen Handy-Modus. Ah, okay. Das wäre dann schon mal geklärt. Bad time to be a guerrilla. Nehm ich. Been a while since I used one of these. Bei mir sind die Mücken im Zimmer. Toll. Okay, whip! Hoppa! Hoppa! Und oben sind wir. Habe ich meine Freunde gefunden? Gonna show your face before you shoot me. I'm Danny, a friend of Lita. Okay, ich habe Freunde gefunden, die mich nicht erschießen wollen. Warum willst du mich immer leiden sehen? You are the only survivor. Hallo, Clara Garcia.
Answer me. I said, are you the only survivor? Leider Gottes, ja. Lucky. Lita knew the risks. That's all you have to say? You're here. That's what matters. Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. But you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertas no charity, hermano. Lita said you would help. Lita also said you weren't a pussy. Oh. Mierda. Aber hier ist eine neue Knarre. Das freut mich. Jetzt soll ich mich einfach mit der Waffe schlagen lasse. You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Merk ich mir? Remember, Danny. Castillo has kept you an orphan. Ja, Castillo will ich mich nur rächen. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards? I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. Ich kann dir jetzt schon sagen, hier wirst du mich nicht wirklich leiden sehen. Simple. Castillo's got what? 300.000 troops? DDA? Was soll denn das sein? And you, with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. Achso, das hat sich erledigt. Ich wollte, aber es ging halt nicht, weil ich erst kurz mir die Wohnung jetzt hier habe. Und nach all der Zeit war mir das dann halt einfach viel zu spät. Es wäre nicht gut für meinen Kanal gewesen. Offscreen hätte ich vielleicht noch gespielt, aber ansonsten nicht. And we are not leaving until that Viviro plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. Okay. All this is legit? This map is old as hell. Also das ist die Karte von diesem Spiel. Da unten sind wir. Aber wir haben noch in irgendeiner ganz großen Stadt gestartet. Wo genau haben wir auf dieser Karte gestartet? Also nicht jetzt, sondern davor. Weil wir waren in einer wirklich großen Stadt, die ja gebrannt hat. You know I'm not a guerrilla, right? You tell Lita that? I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Das klingt doch nach einem Plan. Irgendwie fehlt die Audiosynchro ein bisschen. Also, ja, von den Trailer, den ich gesehen habe, war das bestimmt ein lustiges Spiel. Ich weiß ja, dass du es auch ein bisschen gespielt hast. Wir need to talk. Ja, dann lass mal reden. I attacked this archipelago with a man named Juan Cortez. Ja, ich muss Juan Cortez finden und zum Camp bringen. Nehme ich an. Welche Taste war's? Dass ich hier so durchscrollen kann. Ich weiß es schon nie mehr. Ah, ich habe jetzt ein Journal. Okay. Sehr interessant. Endlich eine Map. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay, wir haben sehr viel zu tun. Esperanza hieß, glaube ich, die Stadt, wo wir gestartet haben. Zumindest kam das einmal im Death Screen. Hier haben wir gestartet. Und da sind wir gelandet. Junge, ich werde an diesem Spiel Monate sitzen. Da haben meine Kollegen noch genügend Zeit, da hinterher zu kommen. Ich weiß zumindest, dass Pal Banta hinterher kommen wollte. Und danke, dass du nochmal bestätigt hast, dass das für Aufnahme nichts gewesen wäre.
Aber Junge, so ein großes Spiel habe ich jetzt nicht erwartet. Ich weiß, dass Far Cry 5 allein schon riesig war, aber das hier ist ja nochmal fünfmal größer, mindestens. You don't belong here. Oh, neue Ausrüstung. Das finde ich ja so interessant in dem Spiel, dass die Kleidung endlich mal irgendwas wert macht. Ich hoffe immer noch, dass ich dir die Frise ändern kann. Mag die Frise nicht. Ich glaube, ich kann einfach nicht ins Waffenrad, weil ich hier in dem Camp bin. Ist hier auch ein Shop irgendwo, dass ich noch Waffen kaufen kann? Naja, ich kann mir vorstellen, dass mit dem Duo schneller gewesen wäre. Okay, ab hier ist das Camp schon wieder vorbei. 20 fast die voll. Die PM8. Ja, kann nur funktionieren. Ich habe zur Not immer eine Machete. Kann ich eigentlich auch die Pflanze damit attackieren? Ja, mehr oder weniger. Also ich hatte halt damit so die Frage mehr oder weniger gestellt, ob ich was abbauen kann. Man kann sie schneller umnieten. Also im Prinzip doch, man könnte schneller sein. Hm? Welche Taste war Handy? Also, so funktioniert Handy nicht. Muss ich das Scheißding nicht mal irgendwann laden? Okay. Also, your weapon to keep a low profile. Nicht wundern, dass es immer noch auf Englisch ist für die, die jetzt erst hier zugucken. Also, damit meine ich jetzt dich, Akaya. Ich habe es im Menü schon auf Deutsch gestellt und irgendwie hat sich einfach direkt wieder auf Englisch umgestellt. Ich soll jetzt hier... Okay. Damit kann ich die einfach nur da reinpacken. Und wenn ich dann die Taste drücke, dann habe ich sie wieder in der Hand. Okay. Immer die ist leiser. Ich freue mich schon. So, ein bisschen Rutschpartie. Okay. Wollen wir wetten abschließen, wie viele Gegner dort sind? Ich wette mindestens 20 bis 30. Erstmal ein bisschen erkunden. Bin ich hier irgendwas Schönes, Interessantes zu mitnehmen? Ja. Ich gucke im Nachhinein noch, ob ich das irgendwie mit der Sprache noch fixen kann. Dass im nächsten Stream das auf Deutsch ist. Und zwar komplett, nicht nur die Untertitel. Und die konnte ich nachträglich nochmal umstellen. Da ist schon mal ein Soldat. Wenn der Solo unterwegs ist, kann ich ihn E1 hitten. Mein Aim ist wieder godlike. Ich nehme mal die. Tschüss. Ja, sicher, die haben Granaten und ich nicht. Ich hoffe, ich kann denen die Granaten abnehmen, sonst wird's gemein. Haben die jetzt eigentlich ihren Kollegen damit weggesprengt? Oha, ich hab dich gar nicht mitbekommen. Achso, ich soll die Waffe wegstecken. Dann wollen die mich auch nicht sofort umbringen. Ja, jetzt ist eh schon zu spät, ne? Es ist lange her, dass ich einen Shooter gespielt habe. Tschüss. Das sah auch überhaupt nicht brutal aus, ne?
So, geht doch jetzt mittlerweile. Ich muss erst wieder in den Shooter reinkommen. Und sei nicht immer so gehässig. Der Zanni hat sich auch schon mehrmals bei mir deswegen beschwert. So, kriege ich jetzt hier ein paar Früchte, pflanze ich hin und nehme das mit. Verdammt nochmal. Ach so, nur 10 Pesos. Wie war nochmal die Umrechnung von Pesos zu Euro? Ich glaube 1 Million. Der Messer ist One-Hit. Vor allen Dingen so schnell können die nicht reagieren, bis ich die mit dem Messer abgestochen habe. Von hinten. Ist hier noch irgendwer? Hallo? Und da habe ich schon jeden umgebracht. Ich hab mit weitaus mehr Soldaten gerechnet. That looks like a Juan. Du hast sehr schöne Musik. Today we drink in the worst fucking cantina in Yara. Or is it Colombia? Kirat, Chechnya. Ich soll dich mitbringen. Juan, du sollst mitkommen. Let's work for you. De nada. Guapo, you listen. Rule 16. A guerrero's revolution never ends. Always another war, another cantina. Ja, ich hab auch einmal hier Snake Eater nur mit dem Messer gemacht. Einfach weil mir langweilig war. What do you think gave it away, Guapo? Ist das mein neues Haustier? Bitte sag ja. This is in a fucking zoo, abuelo. Clara sent me to find you. Si. I learned long ago never to doubt her. You will too. Hey, I know you. Don't think so. Yeah, hmm? I know you. It's like I'm looking at a mirror, Guapo. What are you talking about? Those eyes, guerrilla. You got a taste. You convince yourself you're a hero. Nee, sind kein Held. A junkie, just like Juan Cortez. This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Ja, kann ich. Nah, you can whistle. Ich will ihn da haben. Braves Kroko. Direkt die Todesrolle. You fucking rat. Ich schwöre dieses Tier als Kameraden. You were more dead anyway. Weil bei den Alten konnte man Kameraden haben. The fuck? See, Guapo is in love with you. Danke, ich nehme das Geschenk an. Muss ich auch überhaupt wahrscheinlich nicht zensieren, ne? Once again, we have outstayed our welcome. Obwohl, ich muss das Spiel wahrscheinlich sowieso auf FSK 18 schalten. Oh, hi. Ich brauche mal ein bisschen Schutz. Ich treffe nur den Tisch vor mir. Der wäre weg. Wo ist die Kroko? Oder nee, war das ein Alligator? Ich habe auf die Schnauze nicht so sehr geachtet. Ich hoffe, die Autos können in die Luft fliegen. Ich habe doch genau auf den gezielt. Fuck that shit. Ich habe nur noch 28 Muni. Ey, du hattest doch auch eine Knarre. Kann ich mir die nehmen? Oh, war das tatsächlich was für mich? So ein paar Pesos. Bleib liegen. Hallo, wo ist mein kleiner Freund? Ich renne doch nicht bei 20 Mann mit einem Messer rein. Vor allem, wenn die mich eh schon alle gespottet haben. Guapo ist mein Amigo. Warte mal, ich krieg den jetzt wirklich? Nice. Ja, so spiele ich aber nicht. So Clara says you're a legend.
ex-KGB, ex-CIA. Okay, wo war noch mal die Frau da oben? Achso, ich muss auf Juan warten. Komm, Juan! Ich bin nicht dagegen gelaufen. Ey, du willst mich doch veralbern. Nur weil der zu langsam ist, oder wie? Wo ist mein kleiner Amigo? Da. Der sieht doch richtig putzig aus. Oh, warte, ich kann ihn sogar hier streicheln. Ja. Ja, das ist ein Krokodil. Ein Alligator hat so eine flache Schnauze. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, ich darf ja nicht vor ihm rennen, dann ist die Mission sofort verkackt. Ja, ich will die immer haben. I'm gonna teach you to make shit for weapons. Because making shit for weapons is cool. And it's rule number 9. Always use the right tool for the right job. Coming with me? Fuck no. You got Huapo. You can tear shit up with him. But if you wanna be sneaky, mm-hmm. leave him behind. That cutie loves to make a mess. Achso, der hat sehr viel Hunger. Ja, das kann man sehr leicht verwechseln. Trotzdem danke für die Hol ihn dir. Ich habe den Satz abgebrochen. Komm, Guapo. Guten Appetit. Hallo, hast du Guapo gerade geschlagen? Wie kannst du es wagen, Guapo zu schlagen? Du kommst mit. Mit dir habe ich noch was. Hallo, ich wollte ihn mitnehmen und in der Ecke verschandeln. Allein dafür, dass er Guapo geschlagen hat. Du kommst mit. Mit dir habe ich was vor. Du kriegst jetzt ein ganzes Magazin in den Kopf. Das ist für Guapo. Ich kann leider nicht das Messer benutzen, da wird er hier den aufheben. Es hat sich auch absolut gelohnt, Guapo vorauszuschicken. In den Fuß! Wo ist Guapo? Ach, da bist du! Geht's dir gut? Ich weiß, der Böse hat dich geschlagen. Geht's nicht. Wenn ich Messer benutzen will, dann hebt er den auf. Und ich kann auch keine Körperteile abreißen. Das geht bei Far Cry nicht. Ich würde zwar gerne für Guapo, aber es geht nicht. So, bin gespannt, was da drin ist. Schießpulver. Davon kenne ich nicht den deutschen Namen. Ich wollte eh noch darauf klettern. So, was hat mir die Kiste gegeben? Der MS-16. Ah, das ist eine Einzelschusswaffe. Ich habe gerade den Knopf gedrückt gehalten. Warte mal, kann man hier Schussübungen mit Flaschen machen wie bei alten Far Cry? Ja, kann man. Das hat mich jetzt einfach nur interessiert. Kann ich so ein bisschen das Zielen üben. Tschüss. That's what I've been saying. Ich will hier rüber. Warum kann ich hier in jede Kiste gucken?
Papo, mitkommen. Mein neuer bester Freund. Ich hab dir demnächst noch jemanden vorzustellen. Ein neues Mittagessen. Der Name ist Sunny. Ich glaube, ihn zu streichen war... Oh, ich kann ihn auch noch füttern. Du hast also ein bisschen was an einem Zahn. Er lässt die wen immer warten. Na komm. Der alte Oma mit Krückstock ist schneller als du. I was on a refugee ship. We didn't get far. Yeah, yeah. And I came here on a chopper in our baby invasion of Santuario. We shot straight out of the goddamn sky. No, I mean, what's your story? The orphanage in Esperanza. Yeah. The military. I'm no guerrilla. Just help. Solange wir Guapo haben, kann uns nichts passieren. Rule 20. Once a guerrilla, always a guerrilla. Enough with that shit. Papa, wie weit willst du eigentlich voraussprinten? Ist das mit der blauen Farbe ist auch überhaupt nie auffällig. Of course. And you think Americans want your Yaran blood? The American dream is for America. Ganz ehrlich, vor diesem Spiel habe ich noch nie was vom Land Yara gehört. Falls das Land wirklich existiert. If you two are so close, why is he following me? Wie ein Therapiehund. You can trust Wapo with your life. Yeah. Not sure I'm there yet. You got time. You said your chopper was shot down in the invasion. Can you fix it? Also, ich finde es auch so schön, dass man hier den Begleiter direkt zu Anfang kriegt. Bei 5 musste ich den erstmal eine halbe Ewigkeit suchen. Also klar, auf der Karte hatte man gesehen, wo der war, aber trotzdem musste ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Musste erstmal dort die Mission erfüllen und dann nochmal eine Mission. Hier, Spieler hat angefangen. Hier, du kriegst einen Alligator geschenkt. Und dann auch noch so einen schönen. Mit so einer schönen Jacke. Beziehungsweise so einen schönen Hemd. Papa, geh mal eine Runde schwimmen. Willst du mich verarschen? Du willst nicht schwimmen? Komm back. Und nochmal danke für den Unterricht. Wie gesagt, das Land kannte ich vor heute nicht. Ich will nicht wissen, was die durchgemacht hat. Die ist voller Blut. The legend returns. The legend needs to piss, Heffa. Who's she? She was a journalist who dared call Anton fascista. Now she's hat einen schrecklichen Modegeschmack. And she's not the only one, Danny. Regel Nummer 11 für die Gorilla. Heißt Improvisation nicht nur mit dem klarzukommen, was man hat. Sondern mit allem maximales Chaos zu stiften. Also, Untertitel plus das, was da steht, das ist nicht akkurat. When I was 6, I rigged my first bike with a chainsaw motor. The blockade means I have to reserve every day, Juan. Nah, that's survival. Eine Kettensäge an deinem Fahrrad. Achso, das in Deutschland hassen dich alle. Du kommst die wir den Knast. Everything you got. Keep talking. Nimm den Molotow mit. Ich finde Blau schöner. No offense, but your battle rifle is a little basic. Let's fix that. Ich kann die anpassen. Rule number 9. Always. Sometimes I lie awake at night asking myself, warum will ich, dass die weniger Schaden machen? Pop enemy flesh like a ripe watermelon. Okay, let's look at your other rifle. Wo ist meine andere? Wep, 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 wep. Sehe keine. Let's say your target remembers. These rounds fly straight and through. Nice. So. You got your own supply of high velocity war crimes. Let's look at your attachments. Time to. Wie gesagt, rot ist nicht so meine Farbe. Bang. See how easy that was? Now you can silently headshot your enemies like a real asshole. The workbench is your friend, Danny. A friend with benefits. Go ahead, Danny. Get cozy with it. Do your fighting for you. Okay. Dann will ich die Knarre hier auch nochmal aufbessern.
Habe ich nichts für. Warte mal. Den Aussatz finde ich cool. Einfach mal eben kurz eine Plastikflasche vorne drauf geschraubt. Erinnert sich das was, an was, Akaya? Damn. Making shit is a dick. Workbench, you can build a new Yara. Na, mein kleiner Freund? Okay, jetzt müsste ich 100 XP kriegen, ne? It's over weapons to improve and customize them at the workbench using materials. Okay. Hätte ich sowieso gejagt, weil ich weiß, dass Tiere immer gut Geld bringen. Bin auch gespannt, welche Tiere es hier alles gibt. Also ich schätze auf jeden Fall, dass es einen Hai gibt. Vielleicht auch noch ein paar feindliche Alligatoren. Warte mal. Ich wollte gucken, ob wir vielleicht das Land, in dem wir ganz spielen. Das hier sieht so aus, als ob es dicht bewaldet ist. Also gut möglich, dass es da einen Bären geben könnte. Gibt es im Pazifik irgendeinen Bären? Ich glaube aber auch nicht, ne? Also ich wüsste jetzt von keinem pazifischen Bären. Weil so viel mehr wie hier ist, gibt's doch bestimmt Haie. Es gibt ja auch irgendwo hier in Amerika so eine ganz spezielle Zone, wo sich hier Alligatoren und Krokodile ganz knapp treffen. Also wo deren Gebiete so aneinander grenzen. So, jetzt habe ich auch diesen hässlichen Aufsatz. Wenigstens habe ich jetzt eine Werkbank. Hey, Guapo, hast du Hunger? Guck mal hier. Ja, da ist Futter. Guck dir nicht mal mit dem Arsch an. Versteht zwar nicht, wie eine Uhr mir so stark mit der Verteidigung hilft, aber man nimmt's. Hätte ja eigentlich lieber gerne einen Laden als hier. Das hier. Warte mal, Trade Materials. Ah. Kann mir nur das hier holen. Was von dem Zeug will ich denn überhaupt? Ich glaube, ich will die verbessern. Ja, egal, was ich hier verbessern will. Ich brauche Schießpulver dafür. Kann ich dich irgendwie aufbessern? Nein, brauche ich auch alles Schießpulver. Warum brauche ich für jeden Scheiß Schießpulver? Nee, mich hat er ja gern. Ja, damit mache ich mir bestimmt Medikits oder irgendwas in der Art. Also momentan sehe ich keinen wirklichen Grund, mir dieses Zeug hier zu holen. Du wirst... wo ist der hin? Ich wollte ihn gerade sagen, du wirst mich nicht verraten und er ist ja schon weg. Hallo, mach die Mission nicht ohne mich. Wappo! Guapo will die Mission schon ohne mich machen. Nee, jetzt will er schwimmen. Er wollte nur eine Runde schwimmen gehen. Warte, dann mach ich mit. Hui. Ja, mein Freund. Er wollte nur schwimmen gehen. Er hat mich nicht verlassen. Und ich bin froh, einen Begleiter an meiner Seite zu haben. Muss 1000 Meter reisen. Könnte ich nicht ein Auto bitte haben? Ach, da ist ein Ziplining. Bei mir.
Wappo wird schon hinterherkommen. Sind doch bestimmt welche. Sag ich doch. Ah ne, warte. Ich hätte fast einen Zivilisten erschossen. Ich dachte erst, da wäre ein Soldat, aber das ist eine Zivilistin. Gut, dass ich nochmal hingeguckt habe. Ich will nun deine Leine hier benutzen, okay? Ich wollte nicht deine Frau erschießen. Hast du was missverstanden? Darf ich das Pferd nutzen? Hallo? Falsche Taste. Kann ich ein Auto haben? Los, schneller! Schneller, Otto! Jot! Oh, hi! Hallo! Ciao! Also wenn das gerade kein guter Schuss war, ne? Ich hab die Waffe nur rausgeholt, direkt geschossen, Headshot. Steige ich ab. Nee, jetzt ohne Witz, ich drück gerade jede Taste, wie steige ich ab? Ich dachte gerade schon. Show Controls. Achso, ich muss gedrückt halten. Warte. Ich konnte den letzten nicht zerfleischen, aber ich kann zumindest diesen hier ins Wasser werfen. Kann ich eigentlich die Krabben umlegen? Ja, ich kann die Krabben erschießen. Wir töten keine Hunde. So. Geh schwimmen. Wie, ich hab den da schon fallen lassen. Ich hab den doch eindeutig mit ins Wasser getragen. Du sollst da ins Wasser. Sollst dich von den Krabben hier, mir kneifen lassen. Kann man eigentlich auch mit Bleichen irgendwas machen? Er kann an denen rumschwimmen. Machst du fein. Ich muss ja erstmal erkunden. Wo ist mein Pferd hin? Oh. Hey, ja, das müssen wir noch mal kurz nutzen. Was kann ich denn abschießen? Vielleicht das Feld hier? Ich helfe dir mal bei der Ernte. Siehst du, ich habe dir bei der Ernte geholfen. Wie weit kann ich denn damit zielen? 215 Meter weit. Ja, doof, wenn ich keinen Feind auf der Karte sehe, ne? Also ich könnte mir anmachen, dass ich die durch so eine Umrandung sehe. Ja, da ist doch bestimmt einer. Bomb on the way! Kaboom! Dann machen wir auch direkt kaputt. Ich lasse jetzt einfach alle da reinfliegen. Da ist dann safe keiner mehr. Hi, bye. Danke fürs Auto. Kann ich dich eigentlich als Kameraden gewinnen? Nein. Du hast nichts gesehen. Ach, die Scheibe. Weg damit. Oh, ich darf hier 70 fahren.
Hat da irgendwer auf mich geschossen? Ich will nur wissen, wo mache ich das scheiß Radio aus? Ich kann's nicht ausmachen! Jetzt konnte ich's ausmachen. Rein da! Wappo! Wo ist der hin? Here, go, over there. Hey, ist er doch irgendwo rein? Hallo? Also ich wusste, hier sind Leute. Wappo, hol ihn dir! Okay, direkt draufdrücken bringt nichts. Hol sie dich, Wappo! Glaub an dich! Hol ihn dir! Guten Appetit! Ich kümmere mich so lange um den Hund. Brav! Da, Futter! Wie kannst du es wagen? Irgendwie schieße ich so besser, als wenn ich ziele. Mögest du in Frieden ruhen. Achso, da ist noch einer. Oder war der auf meiner Seite? Er war auf meiner Seite. Ich hab den mit einem Soldaten verwechselt. Wappo gegen Hund, wer gewinnt? Obwohl, es ist ein freundlicher Hund, oder? Nein, doch nicht. Guapo, nein! Wer hat denn Molotow auf meinen Guapo geworfen? Wie kann man's wagen? Ich hab Prioritäten. Wir tun so, als wäre hier nichts passiert. Das waren wir nicht. Ach, come on! Okay, jetzt reicht's mir. Ich war noch nett zu euch. Aber wie könnt ihr es wagen, die ganze Guapo zu erschießen? So, wer will noch? Hm? Was habt ihr davon? Ich fahr jetzt einfach. Und genieß die schöne Radiomusik. Aus dem Weg! Okay. Ich habe nur gesehen, dass da ein Gastank war. Ich wollte ihn nicht im Gesicht explodieren haben. Habe ich getroffen?
Ah, mit der Waffe trifft man schlecht. Oh, erstmal die da. Als ob ich die wegen dem scheiß Fenster nicht treffe. So. Papo, da ist noch was. Hol's dir. Okay, hab ich dann eben. Wo kommst du denn her? Hallo? Wo auch immer das herkam. Hab's kaputt gemacht. Perfekt. Ist die Muni für mich bitte? Hat irgendwer Muni von euch für mich? Da ist noch einer! Okay, ich dachte, er wäre der Böse. Okay. Sind wir dann hier soweit fertig? Soll ich das kaputt machen oder was soll ich damit? Ich soll das kaputt machen, aber wie? Im Ernst, wie soll ich das jetzt genau kaputt machen? Das stimmt nicht damit. Zumindest nicht in meinem Gesicht. Guapu, ich habe keinen Bock, dich in der Explosion zu sehen. Awum. Okay, wie machen wir das Ding jetzt kaputt? Ich habe nichts, was irgendwie explosiv hätte. Da war wohl eine Falle. Wo komme ich? Ah. Geh auf. Mitnehmen, mitnehmen. Ja, das Spiel spricht endlich meine Sprache. Was für ein Zoom hat die? Oh. Aber ist dafür sehr genau. Achso, das ist einer von meinen. Gut, dass ich daneben geschossen habe. Schlüssel, wie auch immer ich die brauche. Jetzt im Ernst, wie mache ich das Ding kaputt? Einfach gegenfahren? Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Weil das Spiel will ja offensichtlich, dass ich das kaputt mache. Ich probiere einfach mal gegenfahren. Zur Not spreng ich ein Auto direkt daneben. Nein, wir brauchen die Musik nicht. Aufpassen wegen den Spikes. Das Auto tut's noch eine Weile. Ja, gegen Pam war die Lösung. Damit ist das mein Außenposten. Ja. Aber das Auto will ich trotzdem nicht haben. Das ist so gut wie Schrott. Juan, the checkpoint is clear. Komm her. Da oben soll ich hin. Hallo. Oh, nee, das Pferd da gefällt mir besser. Ah, sí. You're okay.
Na komm. Wir haben da oben noch einen Job zu erledigen. Einmal auf den Radioturm. Ich dachte, ich würde stilvoll absteigen. Habe ich wirklich gedacht. Was soll mir dieses Pferdesymbol jetzt sagen? Ach, hier kann ich nach dem Pferd rufen. Okay, das kennt man ja von alten Fahrquartalen. Einfach mit einem Seil gleich nach oben, beziehungsweise mit dem Enterhaken. Denn ich dachte gerade kurz, mich hätte irgendeiner entdeckt. Hoppa! Ab nach oben. Guapo, du passt da unten auf. Oh, lecker. Sniper-Munition. Oh ja, das macht mich glücklich. Und ich habe auch noch neue Schuhe erhalten. Während ich nachlade, ist meine Geschwindigkeit besser. Also beschwere ich mich nicht. Und Zipline nutzen. Langsam komme ich wieder in den Shooter rein. Hi! Ah, ganz knapp. Hopp. Hopp. Hallo. Man described you pretty well. My name is Raisa, and I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. Oh, das klingt super. Depleted uranium. Uran? Brauche ich jetzt Atomwaffen? You heard me. Look, all I know is I burned my last contact in the army tracking it down for Juan. You ex-military? Isn't everybody? Okay. Just show me where it is. First, you take this parachute. Trust me, yeah. You can save your life. Now I'll take you to the old Spanish fort. They've got it locked up inside. Nein, Guapo, die essen wir nicht. Fallschirm. Wusste ich doch, dass hier oben was ist. Also die Sniper-Rifle, die werde ich auf jeden Fall upgraden, wenn ich kann. Aber dafür brauche ich ja Schießpulver. Wir machen die Mission hier heute noch fertig. Conscript or volunteer? Conscript. My number came up, so I did my time. You? Volunteer. All I wanted to be was a soldier. You know, wear the uniform, serve the country. Okay. Found out the only kind of soldier Castillo wants is a blind fascist addicted to his every word. Oh, das wird ein Spaß, da einzudringen. Yeah. And I'm not the only one. There's a guard posted at the watchtower ahead. He's going to let us use it to scout out the fort. He can also give us useful info. What does he want from us? One, not to get his ass shot. Keep your gun holstered or he'll open fire. Two, a little bribe to these double agents will get us military intel. Bleib mal hier. Ich glaube, du würdest unnötige Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Okay. Mit manchen kann ich verhandeln. Ich hab ein paar Pesos. Hallo. Hast du was für mich? Here's where you can find some weapons around here. Thanks a lot. Sure. Whatever you and Raisa are about to do, I don't want to be allowed for it. Hier sind ein paar Waffen, die nehme ich doch. Everyone's got their price. Not every soldier is a fanatic. Some are just trying to feed their family. But remember to pick up bombs or... Lecker. Apart. Scrap. Oh, ne... Eine Bank nutze ich doch. Kann was anbringen. Ja, jetzt sieht sie auch gleich viel schöner aus. Ja. Ich habe ihr zumindest ein bisschen was verpasst. Warte mal, Armor Socket. Schade. Warte mal, welches von denen hatte die Munition, die Panzerung durchbricht?
Du kriegst die normale Munition und ich hoffe, ich kann sie dafür die hier geben. Nein, kann ich leider nicht. War ein Versuch wert. So, wo soll ich jetzt als nächstes hin? Use your phone to scout out enemy soldiers and see their weaknesses. I bet Juan's already given you his right tool for the right job, Doc. Okay, ich soll heute schon diese Festung übernehmen. Oder wie? Da ist noch ein Mörser, glaube ich. Ja, da ist eine Station, dass sie Hilfe rufen können. Leitender Officer. Careful, Danny. He's higher rank. In Castillo's army, that means he's better trained, quicker with the trigger, and a tough motherfucker. Okay, ich habe zwei Teile zu zerstören. Und muss welche umnieten. Okay. This fort is the most protected base on the island. Nee, ich will nicht das Phone. Ich frage mich, ob die Knarre überhaupt so weit schießen kann. Use the workbench if you need to craft some, and then go snatch that uranium, Danny. That parachute I gave you could come in handy here. Just don't drop into the needle. Nein, so weit schießt ihr nicht. Ich wollte nur bis 10 streamen, deswegen sage ich mal, wir beenden das hier und machen die Festung beim nächsten Mal. Weil gleich läuft eine Serie, die ich gucken will. Ich hoffe auf jeden Fall, jeder hatte Spaß beim Zusehen. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter, also morgen. Wenn es gefallen hat, für sowohl die, die jetzt dabei sind, als auch die, die im Nachhinein zuschauen, Follow da lassen, bei YouTube ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!